liebe BMW i3-Freunde und Freunde der E-Mobilität. Es gab heute mal wieder Post. Ich war heute, war der freundliche UPS-Mann da, der wirklich freundlich ist und hat mir ein Paket gebracht. Also nicht die Pakete hier, die gab es auch, die haben aber jetzt weniger mit zu tun, sondern dieses schöne Paket. Ja. So, und was ist es? Ihr habt euch ja vielleicht Gedanken gemacht, beziehungsweise ich hatte das ja schon mal angeteasert, dass ich eben eine Ladestation suche, weil ich momentan nämlich, bitte nicht so genau hingucken, hier sieht es ein bisschen wild aus. Hallo Licht, da. Weil ich hier momentan noch so lade, also sprich mit dem Ladeziegel, den ich an die Steckdose angebunden habe und hier über den Typ 2 Stecker, man sollte auch die Hände für sowas frei haben, über den Typ 2 Stecker im Auto verbinde. Das Problem ist eben, dass dieses Kabel, was hier dran ist, ist einfach zu kurz. Das heißt, ich muss den i3 immer rückwärts hier hinstellen. Was ich aber gar nicht möchte, sondern ich möchte ihn eigentlich lieber vorwärts hier ans Carport stellen. Jetzt habe ich mir eine Lademöglichkeit gesucht und ich habe ja, sorry, aber hier wird den ganzen Tag irgendwie gearbeitet oder geschreddert und weiß ich nicht was. Hier ist keine Möglichkeit, mal 5 Sekunden Ruhe zu haben. Außer jetzt diese 5 Sekunden. Und habe eine Lademöglichkeit gesucht und hatte die Wahl zwischen dem Juice Booster und dem Go E-Charger. Hatte das auch in einigen Facebook-Foren, in einigen Facebook-Gruppen mal mir angeguckt und auch die Diskussionen dazu und habe das dann auch mal verglichen, was ist mein Bedarf und ja, bin dann dazu gekommen, mich für eine Sache zu entscheiden. Ich denke mal, anhand der Größe des Pakets wisst ihr im Endeffekt, was es geworden ist. Das will ich euch mal eben zeigen. Ja? Heute ist nämlich ein bisschen Bescherung für mich. So. Das ist... Tada! Hier sieht man es schon. Der Go E-Charger. Ich packe ihn mal aus. Funktionsbeschreibung werde ich mir mal anschauen vielleicht. Dann geht es weiter. Nochmal. Ah, und hier ist das Teil. Oh, ganz gutes Gewicht. Ich hätte mir ein bisschen kleiner vorgestellt. Charger als solches. So, und hier haben wir jetzt die Adapter. Ich habe also das große Adapter-Set genommen mit Schuko, CE, Campingdose, alles was das Herz begehrt. Und dann ist hier scheinbar auch noch eine RFID-Card und ein Chip dabei und Befestigungsmaterial. Gut. Hätte man auch noch anders verpacken können, um dann noch möglichst mehr auf Plastik zu verzichten. Aber es ist dann so. Ja, so sieht's aus. Kann man das denn mal möglichst schön drapieren? So vielleicht.
So, ausgepackt, für gut befunden, sehr sauber, ordentlich verpackt, möglichst wenig Plastik, I like it. Wir werden das jetzt, also Verpackung natürlich mit möglichst wenig Plastik, der Charger als solcher hat natürlich sehr viel Plastik, aber ich gehe mal davon aus, dass man das auch viele Jahre verwenden kann. Ich werde das jetzt hier anbringen, da im Endeffekt, wo auch der Ladeziegel war, also hier irgendwo mal gucken, positionieren, damit ich eben auch die mit dem Typ 2 Kabel die maximale Möglichkeit habe, um da an den Ladeanschluss vom i3 zu kommen. Das heißt, jetzt will ich erstmal basteln und dafür lege ich euch an die Seite und wenn ich damit fertig bin, dann hole ich euch wieder dazu und zeige euch das Ergebnis und dann machen wir eine gemeinsame Inbetriebnahme. Bis später. Tschüss. So, an dem auf diesem Brettchen hier unten war vorher der Ladeziegel angebracht, welcher dann quasi unter dem Carport, also da unten mit einem mit der Schokodose verbunden war, die da hinten irgendwo an der Wand hängt. Da hängt jetzt, wie man schon sieht, ich hatte ja zwei Dinge zur Auswahl, einmal den Juice Booster 2 und den GoE Charger. Ich habe mich jetzt für den GoE Charger entschieden, weil der Juice Booster super Teil, aber für meine Zwecke ist er viel zu, kann er zu viel, ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche vorwiegend eine Lösung für die Wand zu Hause und die ich gegebenenfalls auch mal mitnehmen kann. Habe mich also daher für den GoE Charger entschieden, wurde mir auch innerhalb von 3 Tagen geliefert. Ja, was habe ich gemacht? Habe, wie schon beschrieben, Moment, mal eben hier lösen, damit man das ein bisschen besser sieht. Habe also den GoE Charger mit dem Adapterkabel auf Schuko an die Wand gebracht. Ne? Ja, einigermaßen gerade und vernünftig und ist dann mit dem BMW-Ladekabel, mit dem serienmäßigen BMW-Ladekabel verbunden. Habe hier noch so eine Halterung aus dem Internet geholt für kleines Geld, um da eben den Typ 2 Stecker einzuhängen, damit er nicht so rumbaumelt. Ja, jetzt können wir das mal eben ausprobieren. Es gibt 2 Möglichkeiten. Momentan ist das Ding auf dauerhaft ladend eingestellt. Und dann gibt es hier eben noch diesen Chip. Mit diesem Chip können wir hier so eine Kontaktfläche, so eine RFID-Kontaktfläche. Wenn man den jetzt hier dran lädt, dann ist der quasi ladebereit. Ja. Das ist also noch eine Möglichkeit. Das würden wir dann tun, wenn wir nicht da sind oder wie auch immer, dann werden wir das Ding damit sperren. Okay, dann schauen wir uns das mal hier an. Ladeport öffnen. Ja, ich nehme da mal das Kabel, also die andere Seite vom Typ 2 Kabel. Und das mal rein. So, das sieht man ganz gut, klack, klack. Es findet eine Korrespondenz statt und zack, wie man hier sieht, also die blaue Diode habe ich so eingestellt, man kann in den Farben variieren. Man kann also variieren in 3 verschiedenen Bereichen, einmal den Standby, einmal den Lade und einmal den ich bin voll geladen Bereich farblich. Ja, ich habe jetzt quasi den Standby in gelb, den Lade in blau und den ich bin fertig geladen in grün. Das heißt, da kann man dann auch optisch erkennen, in welchem Status sich der GoE Charger befindet. Genau, das Auto lädt, mir gut erkennen kann und auch im Auto selbst. Lässt sich hier ganz gut erkennen, dadurch, dass eben, na super, immer das Gleiche. Das geladen wird. Ich hoffe, ihr habt es erkennen können. Ja, jetzt sieht man es da hinten wieder durch, wenn wir jetzt schnell genug sind. Jetzt hat sich gerade das Ding ausgeschaltet. Aha, das wusste ich noch nicht. Das heißt, wenn ich die Türen öffne, gucken, was jetzt passiert.
das sich jetzt nach einer Zeit wieder aktiviert. Also es steht auch fertig geladen. Das heißt, ich müsste es wahrscheinlich in der App so einstellen, dass wenn es unterbrochen wird, dass es dann wieder startet. Gucken, ob es was bringt, das Auto zu verschließen. Ich glaube nicht. Geht auch nicht, weil die Fahrertür offen ist. So, Fahrertür ist geschlossen. Ich verschließe mal. Aha. In der Tat setzt sich der Ladevorgang dann fort. Okay. Der Wagen lädt. Was mir allerdings aufgefallen ist, jetzt hört ihr das auch, dieses Geräusch. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auch nicht die ganze Zeit, sondern es ist gleich weg. Und das passiert nur, wenn hier mit dem GoE-Charger geladen wird. Eingestellt ist auf 10 Ampere, sprich 2,23 Kilowattstunden LKW. Auto lädt. Aber das Klackern hört sich schon komisch an. Ich kann es aber auch nicht weiter orten. Ich habe schon unterm Auto gelegen. Es ist irgendwas zwischen E-Motor und Batterie. So verortet jetzt. Und jetzt hört ihr es, man hört gar nichts mehr. Jetzt ist das Thema also irgendwie erledigt. Keine Ahnung, was das war. Habe ich sonst bei keinem Ladevorgang, egal womit, wahrgenommen. Hier ist es jetzt so. Ja. Vielleicht auch nochmal von etwas weiter weg betrachtet. Ist also recht unauffällig. Die Beleuchtung kann man noch ausstellen. Das heißt, wenn man jetzt gar nicht möchte, dass man das sieht, dann stellt man das einfach aus. Und dann ist es wirklich ganz unscheinbar und ja, fällt nicht auf. Ist auch wunderbar massiv. Man kann es hier oben an der Arretierung lösen und rausziehen und dann eben ganz kurzfristig, ja, hier oben eben auch, und mitnehmen. Also insofern eine Top-Lösung. Es ist auch wertiger, als ich dachte. Es ist also wirklich sehr, sehr gut verarbeitetes Hartplastik. Und ich glaube auch, dass es noch lange, dass es lange durchhalten wird. Also auch hier die Verkabelung, alles sehr wertig, fasst sich gut an. Hier an dem Punkt kann man die Ladeleistung begrenzen bis zu 22 kW und ich habe jetzt auf ein Viertel bzw. auf die niedrigste Einstellung, und das sind dann eben diese 2,23 kW ungefähr. Gut. So viel dazu. Ich zeige euch jetzt nochmal auf der App, wie das aussieht, wenn man mit der App da rangeht. Und ganz wichtig hier immer, ja, alte Pilotenweisheit. Zum Deaktivieren des Ladevorgangs, denke ich mal, reicht es wieder, die Tür zu öffnen bzw. aufzuschließen. Mache ich jetzt mal. Klack. Und offen. Und dann kann es verwendet, wieder rausgenommen werden. Und springt dann wieder hier auf gelb, also auf bereit.
So, hier sieht man, habe ich meine Apps angelegt. Das kann ich euch vielleicht auch in dem Zusammenhang mal zeigen. Habe mir den GUI-Charger hingelegt, nebst Plug-Checker, beziehungsweise heißt er jetzt anders, und Mobility. Und dann kommen eben meine priorisierten Apps, Punktladung über die SWB, Einfachstromladen, MeinGAU, Mobility über ENBW. Jetzt neu dazu gekommen, 1E Mobil. Mal gucken, was das kann. Und natürlich die Klassiker New Motion Plug Surfing, alles auf der ersten Karte. Auf der zweiten Karte habe ich dann Next Charge, Get Charge, Charge Now, Charge Map, Charge EV, Charge Überall. Zwischendurch ein bisschen A Better Route Planner mir als Desktop-Icon angelegt. E-Charging, Plug Share und In Charge. Und wo ich jetzt nicht so viel mit lade, ist Fastnet. Gibt es einfach hier in diesem Bereich nicht. E-Charge, Lade-App, klar, aber dafür nehme ich die SWB, Electricity Map, Ionity, Open Charge, E-Charge, E-Car Charge, sorry, E-Watt und Swiss Charge. Swiss Charge ganz neu, gestern habe ich mich dazu angemeldet, mal gucken, was dabei rumkommt. Gut, GUI-Charger geöffnet. Aktivierung ist erforderlich, wie man hier sieht. So, jetzt schauen wir uns noch einmal die App an. Und zwar habe ich jetzt den GUI-Charger aufgerufen, die GUI-Charger-App. Die setzt sich eben aus mehreren Rubriken zusammen. Einmal oben links dem Laden, das haben wir jetzt gerade geöffnet. Und hier kann man erkennen, okay, die Aktivierung ist erforderlich, das heißt, das Teil ist gerade aus, also auf Standby. Sind 10 Ampere eingestellt. Hier kann man das ganz gut erkennen, wie sich das verhält, wenn man auf mit den drei Phasen. Und momentan sind, wie gesagt, eingestellt 10 Ampere mit max 2,3 kW. Es sind nach Auslesen meiner Smart Home Lösung sind es wohl irgendwie 2,23 kW, die über die Steckdose fließen. Genau, das wollte ich erstmal so lassen. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn. Dann geht es weiter. Hier kann ich eben noch dieses automatische Beenden machen. Heißt also, entweder wird der Ladevorgang automatisch beendet, wenn eine gewisse Menge an Kilowattstunden geladen wurde. Das kann ich vorgeben. Also kann sagen, okay, ich habe jetzt weiß ich nicht, möchte dann nur 10 Kilowattstunden rein haben, oder es kommt jemand, dem habe ich das zugesagt, dass er auch 10 Kilowatt oder 15 laden darf. Das kann ich also zuteilen, macht natürlich für uns hier, für unser privates Auto keinen Sinn, daher deaktiviert. Heißt also, er hört im Endeffekt dann auf, wenn er voll ist. Hier gibt es noch ein paar technische Daten, wo ich ehrlich gesagt nicht so viel mit anfangen kann: Spannung, Strom, Leistung und so weiter. Momentan eben soweit auf Null, da eben ich noch nichts eingestellt bzw. gestartet habe. Leistungsfaktor ebenfalls 0% und 3 Kilowattstunden gesamt. Das heißt, ich habe es wirklich nur mal kurz ausprobiert. Ja, wir haben hier. Hier sieht man, was man mit dem Druckknopf machen kann. Also mit dem Druckknopf kann man eben von 10 Ampere hochschalten auf die 32 Ampere. Das kann man eben sowohl über die App machen, als auch hier über den Druckknopf am Gehäuse. Zugangskontrolle offen bedeutet, hier kann man, so wie es momentan geregelt ist, tatsächlich kann jeder ran und laden, oder man kann das per RFID oder App machen. Das machen wir jetzt, weil meine Frau hat sich jetzt auch die App installiert. Dementsprechend würde ich das dann gleich einrichten. Man kann es automatisch aktivieren durch ja, günstige Strompreise in Österreich. Fällt jetzt hier in Hamburg ich mit meinem MeinGAU-Tarif erstmal aus. Und dann kann man eben, wenn man einen zeitbasierten Stromvertrag hat, das auch nochmal auf gewisse Zeitslots einstellen, sodass er dann nur in dem Zeitfenster lädt. Ja, wir haben natürlich auch hier ein Lastmanagement, sogenanntes Load Balancing, toller Name.
Die automatische Kabelverriegelung, das ist im Endeffekt so, wie ich es gerade gezeigt habe. Ich kann noch im normalen Modus verriegeln, das heißt, solange das Auto angesteckt ist, ist verriegelt. Ich kann es immer verriegeln und eben, so wie es momentan ist, verriegelt beim Laden, ansonsten ist es entriegelt. Ich hätte dann noch angesprochen, dass ich die einzelnen Betriebsmodi, die sich dann über die Leucht-LED darstellen, einzelnen Farbwerten zuordnen kann. Momentan ist, wie gesagt, gelb der Bereitschaftsstatus, der Ladestatus ist blau und fertig geladen heißt grün und die Erdungserkennung ist aktiviert. Nochmal auf die Cloud zurück. Also hier kann man erkennen, wie das miteinander verbunden ist. Und hier sind im Endeffekt die ganzen Einstellungen vorzunehmen, wie ich hier, also Verbindung mit dem WLAN, Hotspot kann ich direkt herstellen zwischen Telefon und der Box, Verschlüsselung kann ich erstellen und so weiter. Und ja, insofern ist hier im Endeffekt das Cloud-mäßige, die cloudmäßigen Einstellungen, die weniger jetzt die Nutzung betreffen, sondern vielmehr hinterher hintenrum die Infrastruktur, wie das Ganze überhaupt im Netzwerk eingebunden wird. Heißt also, ich habe wahrscheinlich in erster Linie hiermit zu tun. Das machen wir auch mal eben, das aktivieren wir mal. So. Das heißt, eigentlich müsste jetzt hier gleich losgehen. Jawohl, jetzt sieht man es auch. Die Leistung geht auf 1,17 kW hoch. Leistungsfaktor ist 100% und 9,2 Ampere Strom. Spannung liegt bei 218 Volt, das ist ein bisschen kläglich. Strom, ja, wird auch nicht mehr. Strom bei 9,9 Ampere und Leistung bei den beschriebenen 2,22, manchmal 2,23 oder jetzt 2,21 kW. Genau, so zählt das jetzt hoch, so lädt es. Ich kann mir hier nochmal die Bilanz aufzeigen lassen. Sowohl der, also der aller Ladevorgänge, sowohl des Gesamtladevorgangs, als auch aufgeteilt auf die einzelnen Karten. Wenn ich den 10 RFID-Karten oder diese Chips, diese Dongle, wie ich sie nenne, da eingebucht hätte, dann kann man das eben auch super darüber auslesen, abrechnen und auch, wie man hier sieht, exportieren. Genau. So. Das dazu, dass hier sieht man aber ganz gut, wie diese App arbeitet, lädt. Was hier natürlich jetzt nicht, was man hier jetzt nicht erkennen kann, ist, wie lange er noch lädt. Dafür würde ich dann in die BMW-App gucken, weil da steht ja drin, wie lange er braucht, bis 100% voll. Aber so ist es eigentlich genau das, was ich haben möchte. Das ist das eben, was der Juice Booster mir dahingehend nicht liefern konnte, also die Möglichkeit hier wirklich über eine Fernauslese zu gucken, ist alles in Ordnung, lädt er auch tatsächlich, wie sieht es mit der Leistung aus, wie viel kW und so weiter, das ist eigentlich genau das, wie ich mir das vorgestellt habe. Daher ist es eben der GoE Charger geworden, weil der einfach zu meinem Ladeverhalten besser passt. Ich bin weniger damit unterwegs, als vielmehr ist als sichere Ladelösung zu Hause zu finden, bis ich irgendwann die Stromleitung so weit ertüchtigt habe, dass ich gegebenenfalls sogar mit 11 kW ran kann. Ist jetzt aber nicht das Primärziel, sondern erstmal nicht mehr mit dem Ladeziegel zu laden, sondern den wirklich im Auto zu haben für Notfälle und soweit ja mit dem GoE Charger zu laden. Ich werde mir dann noch ein längeres Ladekabel zulegen. Und zwar habe ich mir 7,5 Meter vorgestellt, dreiphasiges. Vielleicht habt ihr eine Empfehlung, wo man sowas gut kaufen kann. Also auch was Ordentliches natürlich. Weil diese 5 Meter, die dabei sind, die reichen manchmal genau nicht. Weil das Auto ist 4 Meter lang und hat eben hinten rechts die Ladebucht. Wenn ich jetzt mit der Nase voran
in den Parkplatz rein muss, weil es anders nicht geht, dann habe ich ein Problem. Und ich möchte ungern einfach mit der Ladebuchse in die Fahrbahn reinladen. Das ist also nicht so mein Ziel. Also 7,5 Meter, dreiphasiges Ladekabel. Wer denn einen guten Kontakt hat oder also eine gute Bezugsquelle hat, gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann würde ich mich da nochmal drum kümmern. Ja, vielleicht noch ein kleines Fazit. Das Auto lädt jetzt fein vor sich hin. Und ja, ich bin wie gesagt sehr zufrieden mit dieser Installation, auch mit der Möglichkeit, es schnell wieder zurückzubauen und mitzunehmen. Und ja, das ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Insofern, ich kann es empfehlen, wenn ihr Fragen dazu habt, technischer Natur oder ja, was ich vielleicht für euch mal ausprobieren soll, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. War mal etwas anderes, mal wieder ein Video aus der Rubrik Technik und Tools. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt gerne fleißig unten eure Kommentare unter das Video. Und ich freue mich natürlich auch über eure Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich bin jetzt bei 450 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn da noch einige dazu kämen. Und wisst ja, abonnieren ist kostenlos, YouTube ist kostenlos. Und nochmal zur Klarstellung, ich habe also wie gesagt diesen GoeCharger selbst gekauft. Ich habe keinen Werbehintergrund, ich möchte euch einfach nur meine Erfahrungen mitgeben, was nicht bedeutet, dass das eine Produkt besser oder schlechter ist, sondern das passt einfach zu meinem Use Case. Den möchte ich euch zeigen, das möchte ich euch wiedergeben, beziehungsweise möchte euch da Einblicke geben und möchte euch natürlich auch Empfehlungen geben, was in welcher Situation vielleicht, vielleicht seid ihr auch in der gleichen Situation und habt die gleiche Anforderung. Wenn ihr auch Fragen habt, wenn ich etwas ausprobieren soll oder wenn ich irgendwo, ja, wenn ihr ein Thema habt, was ich vielleicht begleiten kann, teilt mir das gerne mit, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare und dann will ich das versuchen einzubinden. Ansonsten, wie gesagt, bleibt mir gewogen. Ich versuche jeden Sonntag ein Video hochzuladen, hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und bin dann weiterhin fleißig am Drehen und versorge euch mit den neuesten Kommentaren bzw. Videos auch zum Thema Dienstwagengeschichte und so weiter. Halt euch da auf dem Laufenden und sage bis bald, euer Frank vom Kanal Generation E. Tschüss!